Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Lotus-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Heute ist ein besonderer Tag, denn heute kam ein Update raus, welches wir hier zusammen mit dem Phasus Hallo. Uns hier heute mal anschauen wollen. Und ihr seht es natürlich schon im Hintergrund, ne? Wir befinden uns ja hier aktuell im Multiplayer-Modus und wer natürlich jetzt vor kurzem noch Lotus im Multiplayer-Modus gespielt hat, wem ist da was aufgefallen? Richtig. KI-Verkehr ist zwar schon für den Singleplayer-Modus verfügbar, aber war noch nicht für den Multiplayer-Modus da gewesen. Dieses ist jetzt mit dem neuesten Update jetzt endlich erhältlich. Was kann man dazu sagen? Wir haben jetzt gerade, kurz bevor wir jetzt hier auf der Karte Diorama jetzt gestartet sind, mal auf Düsseldorf geguckt. Da war ein bisschen Totentanz, würde ich sagen. Man kann auch sagen, KI war nicht verfügbar. Wie so ein bisschen früher die Filme aus dem Western, so, weißt du, wo da diese komische Staubbällchen da so lang geweht sind. So sah es da ein bisschen aus. Nein, aber wie gesagt, auf der Karte Diorama funktioniert das Ganze. Wir hatten uns ja mit dem Steven unterhalten und angeblich soll man wohl irgendwie nichts groß einstellen müssen als Entwickler von, also als Content Creator, wenn man eine Map erstellt. Ja, das soll wohl wirklich schon von vornherein schon funktionieren, wenn das Ganze natürlich schon im Singleplayer funktioniert. Wie es jetzt im Großen und Ganzen genau aussieht und ob da vielleicht noch mal ein Mini-Patch rauskommt für Düsseldorf oder sowas, werden wir mal gucken. Wir gehen jetzt aber mal kurz noch die Liste durch, bevor wir uns das Ganze hier gleich mal so ein bisschen anschauen, was denn jetzt hier so Neues mit dazugekommen ist. Unter anderem, na klar, wie gesagt, jetzt die KI, die jetzt dazugekommen ist. Wir danken insbesondere ja, Tenebero, Steven, Dagrai und GT670DN für stundenlangen Beta-Tests auf der Düsseldorf-Karte, bis alles richtig funktioniert hat. So, wenn ihr jetzt müsst ihr den Ton eigentlich einspielen, so, weißt du, so dieses Fragezeichen-Tönchen. Wo? Da ist nix! So, Verkehrsdichte und Anzahl Autos jetzt vom Spielleiter, also sind jetzt vom Spielleiter einstellbar, haben wir gerade gemacht. Wie waren die Einstellungen? Wie hast du die gerade eingestellt? Wir fahren jetzt auf 80% und maximale Autoanzahl, ich glaube, 600. So, dann gab es hier kleine Performance-Verbesserungen, in Klammern, das ist der geilste Satz überhaupt. Einfluss auf die FPS, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Klammer zu. Welche Bedingungen sind das? Keine Ahnung, das können wir nicht sagen. Wir haben hier sonst noch drin, ich weiß nicht, ob das bei euch aufgefallen ist, gab es hier teilweise, wenn ihr gerade mit dem GT6 jetzt hier so gespawnt seid, also der ist jetzt weg, der Bug, war das Hinterteil schwarz gewesen. Also ich kann jetzt bei Phasus jetzt in sein Hinterteil reingucken. Klingt irgendwie voll pervers. Aber nein, also es ist jetzt alles wieder ganz normal, so wie es gehört. Also schwarze GTN, 6 Hinterteile und eventuell weitere ähnliche Effekte, besonders beim anderen im Multiplayer, wurden jetzt behoben. Obwohl Fahrzeuge auf unsichtbar geschaltet wurden, wurden sie teilweise in der Fahrzeugauswahl angezeigt. Hier gab es noch einen Bugfix. Alte elektrische Weichen im Multiplayer, zum Beispiel auf Hamburg, funktionieren nun. Ja, gut, da können wir nichts zu sagen, das ist ja DLC. MPKI-Fahrzeuge hatten keinen Kurvenquietschen-Sound. Weiß ich auch noch nicht, was sie damit meinen. Übergangsweise eine Interims-FIS-Anzeige eingebaut, per Option aktivierbar. Sonst gab es noch ein bisschen was für den Map-Editor, dass man jetzt unsichtbare Gleise jetzt legen kann, konnte man vorher alles noch nicht. Gleise können im Straßenmodus nicht mehr gelöscht werden, nur noch für die Ampelanlagen markiert werden. Und da gab es noch ein bisschen Content-Tool. Und was wurde wieder zu guter Letzt gemacht hier? Ja, genau. Stevens Fist wurde wieder mal geupdatet. Ja, das haben wir hier mit drin. Die Flip-Dot-Anzeige hat diverse Bugfixes bekommen. Grüne Ampelmasten, Pole und WIP wurden jetzt eingebaut. Und zum allerletzten Schluss haben wir jetzt hier noch Update von Florians Containern. Das ist das Update 1EA074. Und damit genug gelabert. Jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken hier, wie funktioniert denn das Ganze jetzt mit der KI. Wir rüsten auf und schauen uns das Ganze mal so ein bisschen an. So. Ich hatte auch davor ein paar schwierige Probleme. Bei mir wurden irgendwie meine Daten nicht komplett synchronisiert, sodass ich immer an anderen Stellen war, wo die Leute mich gar nicht gesehen hatten. Das ist auch gut, oder? So, was war das? 113, ne? 128 kannst du auch nehmen.
Linie 128 und Route? Du musst dann die 2 nehmen. Falsche Route. Dann gibst du die 1 oder? Achso, nee, warte, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, müsste die 113 sein. Ah, Linie. Für die andere Richtung. Und Route? Route 1. Route, ja, löschen, Route 1. So, Ring. Haben wir. So, damit sind wir, ich glaube, abfahrbereit. So, und dann lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, der Sound und sowas passt jetzt hier vom Spiel. Werden wir gleich mal sehen. Und los geht's. Sind wir hier an der Buchenstraße? Nee, ne? Doch, das ist die Buchenstraße. Ach so. Sperberstraße. So, die Sperberstraße. Und ihr seht, ne, also KI läuft, funktioniert, fährt mit. So wie sich das Ganze auch irgendwie so ein bisschen gehört. So. Bleiben sie stehen, bleiben auch stehen. Die Türen sind wieder offen, ne, und sie reihen sich da hinten brav ein, so wie, sich, ja, wie es sein soll. Du hattest mal angemerkt gehabt, dass es nicht immer funktioniert. Ja, das ist noch ein bisschen ein offener Punkt. Also bei mir zum Beispiel funktioniert es gerade wieder nicht. Naja, das ist ja halt auch noch die simple KI, ne? Das ist ja auch noch nicht alles Final. Da muss man natürlich noch ein bisschen dran tüfteln. Kurve. Interessant wird's gleich, wo Phasis mich gleich wieder sieht. Dann müssen wir echt mal, kurz die Daten austauschen. Nur um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Wir saßen da auf jeden Fall. Wann war das? Das war jetzt vor ein paar Tagen gewesen. Da hatten wir, da waren hier diese Beta-Server gerade online, wo man diese Nightly-Patch testen konnte und so weiter und so fort. Und ich stand immer an Position. Da stand ich gar nicht mehr. Da war ich schon längst vorbei gewesen. Und da saßen wir dann echt bis 23 Uhr. Sogar noch länger. Ja, zwei Abende bis 23. Ja, und das Ende von mir war halt gewesen, dass ich mein komplettes Motus-Archiv wieder mal gelöscht habe. Also du kommst jetzt hier gerade um die Ecke. Du fährst jetzt gerade auf den grünen Streifen. Stimmt das? Ja, und du stehst bei mir gerade an der Kreuzung. Genau. Scheint zu funktionieren. Großartig. Ne? Endlich mal was funktioniert. Finde ich fantastisch. Warte, haben wir grün? Ja. So. Kurve. Ja, da sind wir vorbei. Bobser. Sind wir Bobser? Oh, stehen schon mitten auf den Fußgängerüberweg drauf. Macht nichts. Ja, aber ihr seht. Ja, sehe ich auch. Das siehst du auch. Also scheint jetzt auch das ganz richtig übertragen zu sein. Na, auf jeden Fall musste ich halt meinen kompletten Steam-Ordner alles wieder löschen. Das komplette, die komplette Prozedur. Ja. Ich werde jetzt auch zukünftig wahrscheinlich kaum noch Workshop-Items irgendwie installieren, weil mich das mega nervt. Solange die das mit diesem Workshop-Bug da nicht hinbekommen haben, lade ich mir da gefühlt immer alle zwei Wochen den kompletten das komplette Archiv wieder runter, ja. Das ist halt extrem anstrengend. Und ich meine, der Fehler wurde nicht herausgefunden dadurch, ja. Also er ist jetzt zwar weg, ja, aber man hat jetzt nicht rausfinden können, was es war, warum die Daten jetzt übermittelt wurden. Im Verdacht lag, dass ich eine umgebaute Dioramakarte habe, ja. Ich weiß nicht, was man mit der Dioramakarte auf sich hat. Keine Ahnung, also wie gesagt, man konnte es nicht rausfinden. Ich meine, so funktioniert es ja. Also Fahrzeuge und sowas, die kann man ja ohne schlechten Gewissens runterladen. Ne? Was mich halt tierisch... das ist auch schön, dass gerade das, bevor man die Weiche befährt, auf einmal sich die Weiche verlegt.
Was wollte ich sagen? Du bist nicht der Erste, dem das passiert ist. So viel kann ich sagen. Hört sich gut an. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, wie gesagt, Fahrzeuge und sowas ist in Ordnung mit dem Runterladen und irgendwelche hier extra Systeme und was weiß der Geier. Bei den Karten. Kirschbaumallee. Muss ich sagen, finde ich das mittlerweile echt anstrengend, wenn man da halt gefühlt diesen halben Workshop runterladen muss. Ich weiß ja nicht, kennst du bestimmt auch, ja? Da hast du eine Karte. Das Witzige ist, es gibt Karten hier im Workshop, ja? Da sind nur Straßen verlegt, Gleise verlegt, ja, und du sollst aber schon den halben Steam-Workshop runterladen. Warum? Warum soll ich denn nur für Straßen und Gleise den halben Steam-Workshop runterladen? Das macht echt wenig Sinn, ja? Ärgert mich ein bisschen. Und ist der Punkt jetzt auch, dass ich jetzt gesagt habe, nee, will ich jetzt nicht mehr. Wir fahren jetzt Standard-Content. Wenn mal so eine richtig geile Karte rauskommt, dann müssen wir mal gucken. Ihr fahrt ja viel Koblenz, ne, oder sowas? Koblenz? Nee, Koblenz eigentlich nicht. Also, Victor Minga ist zum Beispiel auch so eine Karte. Victor Minga, ja. Buchenstraße. Ja, dann wollte ich eigentlich auch mal das Ganze mal mit der VR-Kamera mal testen, also mit VR, um zu schauen, wie sieht's aus. Mit KI-Fahrzeugen und sowas, ne? Im Multiplayer. So, und dann sind wir schon wieder an unsere Endhaltestelle hier angekommen. Theoretisch gesehen ist es ja eine Ringlinie, also theoretisch gesehen. Könntest du jetzt wahrscheinlich bis in die Puppen drehen. Jo. Ja, also neues Update. Wie gesagt, wird alles komplett automatisch runtergeladen. Auch so der Content Manager und der Map Editor, die werden natürlich auch geupdatet. Ja, also auch da darauf achten, dass er da das Update dann halt dementsprechend zieht. Ne? Und ja, dann sollte natürlich dann alles seinen Weg wieder gehen. Ich bin mal gespannt, wann wir wissen, was auf einmal so mit Düsseldorf passiert ist, warum da jetzt die KI-Fahrzeuge nicht waren. Wir haben auch extra geguckt, ob es noch mal eine Einstellungsmöglichkeit gibt oder sowas, die man hätte machen müssen. So, jetzt bin ich zu weit drauf gefahren, jetzt kriegt das A nicht mehr, oder was? Das ist, ja, nicht gut. Ernsthaft? Wir fahren einfach, Leute. Augen zu, durch! Aber es sieht schon schau aus, muss man mal lassen, ja, wenn du denn hier so rumfährst, ja, siehst du Straßenbahn auf dich zukommen, siehst du die KI-Fahrzeuge rumfahren und alles sowas. Das hat schon irgendwie so einen richtig geilen Flair, finde ich. Weiß ja nicht, wie du das jetzt so findest. Ja, ist schon cool. Dies hat schon... Wir nähern uns, Leute. Wenn jetzt nur noch Fahrpläne und alles was kommen und... Also bei Menschen zum Beispiel, da bin ich eigentlich total entspannt, ja. Also Menschen müssen jetzt nicht unbedingt da sein, die mich dann wieder voll nüllen, ja. Ist der Führerschein gewonnen oder was? Das Wort brauche ich jetzt nicht, nee, aber so ein Fahrplan wär schon ziemlich nice halt. Na, zum Glück redest du ja in der Straßenbahn mit den Leuten direkt. Sollst du beim Bus ja jetzt demnächst ja auch nicht mehr können, ne? Die sollen da jetzt wohl auch in der Kabine jetzt verschwinden, die Busfahrer. Also, gab mal irgendwie so einen Bericht darüber. Ja, das ist in einigen Städten Sperrbar. Der veränderten Sicherheitslage, muss man freundlich zu sagen, auch schon Praxis. Ja, also wie gesagt, vielleicht erwartet uns ja da auch noch irgendwie die Zukunft hier in Lotus oder sowas, dass wir dann auch Bus fahren dürfen hinter Scheiben. Man weiß es, Tickets verkaufen sie eh nicht mehr, also können sie die ganzen Apparate auch jetzt mittlerweile abbauen und dann können sie dann auch richtig einbunkern da drin. Na gut, das ist ja jetzt nur wegen Corona, oder? Naja, ist doch jetzt allgemein nicht mehr, sollst du doch, jetzt hast du diese komische Handy-App, also jetzt so ist es in Berlin jetzt hier zum Beispiel. Ja gut, aber du hast ja immer noch eine Möglichkeit, direkt im Fahrzeug oder am Fahrzeug Ticket zu kaufen. Also entweder müsste ja ein Ticketautomat im Bus direkt drin sein, wie es zum Beispiel bei uns in Magdeburg der Fall ist, oder müsstest halt beim Fahrer die Möglichkeit haben, Fahrschein zu kaufen.
Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Wer braucht denn Tickets? Ich habe jetzt so die Plane sowieso gerade, also hier in Berlin zumindest, dass jetzt jeder jetzt Ticket jetzt also bezahlen muss jetzt halt, klar, für Tickets, aber es müssen jetzt auch Leute bezahlen, die es jetzt gar nicht in Anspruch nehmen. Ja, halt ein Solidaritätsmodell, was den Fahrschein angeht. Ne? Das interessiert mich doch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin Autofahrer, ich setze mich doch nicht in so eine Bruthölle hier rein, wo, verstehst du? Nee. Naja, beim Auto sind es auch ungedeckte Kosten, die jeder bezahlt, auch wenn er kein Auto fährt. Die muss ich ja selber bezahlen, die Kfz-Steuern oder sowas, da bezahlt keiner. Da gibt trotzdem Zuschüsse, die alle zahlen müssen, egal ob sie Auto nutzen oder nicht. Da muss ich sie auch zahlen, also so oder so, ne? Habe ich wenig von. Und andersrum wäre es halt auch aus meiner Sicht sinnvoll, wenn halt. Nee, obwohl, du fährst doch mit dem Bus. Allee. Du nutzt ja den Bus. Nein, aber ihr wisst halt. Also ich sag mal so, das ist ein Thema, das ist, denke ich mal, in der Stadt meistens viel diskutiert und da gibt es auch sicherlich verschiedene Ansichten zu, was auch richtig und wichtig ist. Ich glaube aber, das können wir halt perfekt bereden, wenn wir halt mal so im Livestream sind oder sowas. Da haben wir dann auch, haben wir auch die Zeit dafür. Aber wie gesagt, ihr habt jetzt gesehen, das ist das neue Update, jetzt welches heute erschienen ist. Ladet es euch runter, ladet eure Freunde ein und dann geht's los. Fahrt Straßenbahn mit Kumpels und so weiter und so fort. Wir werden mal gucken, dass wir mal den Steven anhauen, was da mit Düsseldorf los ist, wenn wir da auch nochmal Probefahrt machen. Wie gesagt, das mit der VR-Folge habe ich nicht vergessen, da kommt auch noch was. Ich muss halt nur gucken, ja, wie es halt läuft, ne. Ob sich, wenn es natürlich zu heftig ruckelt oder sowas, dann macht es halt wenig Sinn. Dann brauche ich es nicht aufnehmen. Aber dann werden wir mal gucken, dass wir jetzt demnächst mal wieder ein bisschen mehr Content von Lotus mal hier auf dem Kanal kriegen, wäre natürlich absolut traumhaft. Das Ding ist halt, ja, wenn nichts zu zeigen ist, ne, dann ist natürlich ein bisschen schade. So, aber damit würde ich sagen, verabschieden wir uns auch schon wieder. Folge ist zu Ende. Wir haben jetzt das Update euch gezeigt. Wenn Fragen sind, stellt es unten in die Kommentare. Ja, falls ihr da irgendwelche besonderen Fragen habt oder sowas, dann ja, nutzt die Kommentarfunktion. Sonst sehen wir uns zur nächsten Folge Lotus hier wieder, wenn es dann weitergeht. Mal gucken, wo wir denn unterwegs sind. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Verabschieden uns, sagen danke fürs Zugucken. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.